Erster Spieltag in der Eisarena Bremerhaven. Die Fishtown Pinguins empfangen Bietigheim. Ein Duell, das in letzter Saison für viele Tore gut war. Insgesamt gab es 21 für Bremerhaven und 7 für Bietigheim. Danny Nord wollte von seiner Mannschaft weniger Gegentore sehen, ganz klar in diesem Spiel. Und es ging gut los für die Bietigheimer in den weißen Trikots. Erstes Powerplay und ein erster Abschluss vom neuen Mann Chris Wilkie. Der US-Amerikaner testet hier einmal Brandon Maxwell. Sehr ausgeglichenes erstes Drittel, sehr konzentrierte Leistung der Bietigheim Steelers, die den Bremerhaven nicht ihr typisches Eishockeyspiel gestatteten. Die hatten wenig Möglichkeiten, dann aber doch mal einen Aufreger. Hier der klasse Pass auf Skylar McKenzie. Der Neuzugang scheitert am sehr aufmerksamen Sami Aitokallio. Das war in einer Phase zum Ende des ersten Drittels, als Bremerhaven etwas überhand gewinnen konnte und dann auch mehr Schüsse auf das Tor der Steelers brachte. Hier klasse einmal mehr Aitokallio, der wieder viel im Blickpunkt stand. Der neue Assistenztrainer Alexander Sulzer auf der Bank der Fishtown Pinguins konnte dann feststellen, dass es auch endlich ein erstes Powerplay für Bremerhaven gab. Das eingeleitet wurde durch Konstantin Braun, der faulte. Und dann ist es tatsächlich mit dem ersten Powerplay direkt in der Sekunde, in der Braun aufs Eis zurückkommen durfte. Das 1:0. Alex Friesen freigespielt und dann unter die Latte. Keine Chance für Aitokallio, der hier zum ersten Mal geschlagen ist. Bremerhaven scheint durch dieses Powerplay das Spiel besser im Griff zu haben. Dann aber gerade mal 22 Sekunden später der Ausgleich. CJ Stretch. Und wer gibt den Assist? Konstantin Braun. Eben noch auf der Strafbank für die erste Strafzeit der Bietigheim Steelers. Und hier sein Pass. Klasse. Und der Abschluss auch von CJ Stretch, der in einer neuen Reihe zusammen mit Michael Kerenen und Teemu Lepaus spielte. Riley Sheen und Brentford ja nicht mehr dabei. Dann hier, man ahnt es, Nord hält Orbas fest. Es gibt die nächste Strafzeit. Und was gibt es? Bremerhaven mit druckvollem Spiel. Jeglitsch, Verlitsch, Tor. 2:1. Miha Verlitsch. Bietigheim ist sowas wie sein Lieblingsgegner. In der letzten Saison 4 Tore in einem Spiel. Hier in Bremerhaven beim 8:2-Sieg. 5 insgesamt, 4 Assists. Und auch in dieser Saison legt er gut los, gleich mit einem Treffer. Und Bremerhaven nach dem zweiten Drittel mit 2:1. Vorne sehr zur Zufriedenheit der 3571 Zuschauer. Und wir gehen in den Schlussabschnitt. Wieder einmal Powerplay. Diesmal nicht ganz von Erfolg gekrönt. Jeglitsch mit dem Pass. Da hinten lauert Weiße. Und den hätte Aitokallio ausnahmsweise mal nicht bekommen. Bietigheim mit selber mal der Chance in Überzahl. Die Großchance sogar für Michael Kerenen, der aber hier dieses Ding liegen lässt, am Tor vorbei schießt. Nicht ganz so die Effektivität wie Riley Sheen, der letztjährige Spieler des Jahres, oder auch Brent Renford. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Aitokallio, der insgesamt 45 Saves verbuchte, raus aus dem Tor. Und Bremerhaven rein ins Tor. Orbas mit dem Treffer, Jeglitsch noch ein Assist. Am Ende gewinnt Bremerhaven 3:1. Am Anfang tat sie sich schwer, dann kamen sie ins Rollen. So sieht es auch der neue Co-Trainer. Ja, ich denke, wir haben trotzdem relativ gut ins Spiel gefunden. Wir haben am Anfang nicht die Beine genug bewegt, um hinten dann auch die Pässe schnell genug rausspielen zu können. Das haben wir dann so nach den ersten 8 bis 10 Minuten besser gemacht und sind dann dadurch auch gut ins Spiel gekommen. Yeah, I thought we came out hard. It's their home opener. They were their fans. Obviously, you can hear them. They were coming out hard in the first. I thought we cooled that down. But the second, you know, I think we took a couple penalties and they got a really good power play and they scored a couple on us. But you know, I thought we played good. Kein schlechtes Spiel der Bietigheim Steelers. Einmal mehr, wie schon in der Vorsaison, ein großes Problem in den Powerplays. Dadurch konnte Bremerhaven Tore erzielen. Thomas Popisch freut sich über den ersten Saisonsieg. 3:1 gegen die Steelers.